Hallo zusammen, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's richtig, richtig gut. Wir sind hier an unserem neuen Ort, an unserer Baustelle, so kann man sagen, die richtige Baustelle hier. Weil ihr auch gewünscht habt im letzten Video, als wir hier waren und euch gezeigt haben, wo wir jetzt umziehen werden, wo wir hinziehen werden, habt ihr gewünscht, dass wir euch ein bisschen mitnehmen in den ganzen Prozess. Und so sieht es jetzt aus nach 2 Wochen. Und ich denke, was für euch interessant ist, dieser Wassertank da, der ist jetzt schon unter der Erde. Den haben sie letzte Woche mit dem Helikopter hier hoch transportiert. Der Traum eines jeden Jungen und hier der Wassertank. Was wir mit dem Wassertank machen, wir sammeln Regenwasser. Das hat einen Speicher von bis zu 20.000 Liter. Das heißt, wenn Regen auf das Dach fällt, dann wird das da im Wassertank gespeichert. Jetzt kommen die Kühe. Wir haben also Kühe direkt neben dem Haus. Nicht immer, weil die sind auf verschiedenen Wiesen unterwegs. Und so wie es jetzt ausschaut, kommen die gerade. Unsere Nachbarn. So herzige, schöne Kühe. Jackie ist ein bisschen dreckig, hey, du bist ein bisschen dreckig, wo warst du denn? Dieser Wassertank da. So, da unten, was ihr da jetzt seht, das ist der Keller, der ausgehoben wurde. Und es ist, ja, spannend und interessant, weil wir haben es gerade so knapp hier geschafft, dass alle Dinge geliefert werden können. Mit Beton wird es schon knapp. Es gibt schon Lieferengpässe überall weltweit für Beton. Und es gibt auch Lieferengpässe für Stahl zum Beispiel, aber da wir keinen Stahl nutzen oder nur sehr wenig, weil das Ganze ist, weiß nicht, so 80-90% aus Holz. Ja, das wird so ein Holzhaus, so ein Bauernhaus, so kannst du es dir vorstellen. Ja, haben wir da Glück gehabt. Beton ist knapp, da schaut jetzt unser Bauleiter, wie er zu Beton kommt. Und was auch nicht geklappt hat, war der Parkettboden. Genau. Wegen des Holzes. Da mussten wir umsteigen auf einen anderen. Wir müssen jetzt das gleiche Holz, was wir ausgesucht haben, nehmen mit etwas mehr Ästen. Also ihr müsst euch vorstellen, man kann sozusagen verschiedene Sortierungen auswählen. Und je nachdem, ob du den Boden ruhiger haben willst oder ein bisschen bewegter, kannst du aussuchen mit mehr Ästen oder weniger. Und wir hatten eigentlich eher einen ruhigen Boden ausgesucht. Wobei das eigentlich jetzt bei uns nicht zwangsläufig nötig ist, weil wir keine riesen flächenfreie Flächen haben. Und deswegen konnten wir jetzt auf einen anderen umsteigen, der aber die gleiche Farbe hat. Und das ist mega wichtig, weil wir haben alles ausgesucht auf diesem Boden passend hin. Also das heißt, ein anderer Boden wäre nicht optimal gewesen für uns. Und warum wir auch gerade noch im richtigen Moment hier gestartet haben, hat natürlich auch mit der Inflation zu tun. Wenn du jetzt schon siehst, Beton ist knapp, ganz viele andere Materialien sind knapp. Das heißt, Wir gehen davon aus, dass die Preise 30%, 40%, 50% teurer werden, jetzt demnächst. Die Inflation ist unterwegs. Das denke ich auch. Und das wird sich aber dann nicht nur auf die Baubranche auswirken, sondern dann natürlich auch auf alle anderen Produkte. Ja. Wir merken es ja auch schon im Dentalhandel. Wenn wir zum Beispiel Handschuhe bestellen wollen, und nicht nur, weil es Handschuhe sind oder irgendwelche Abdruckmaterialien, haben wir erstens mega Lieferzeiten, also mega lang, das heißt, du bist manchmal schon ganz knapp am Ende. Und die Preise sind jetzt schon gestiegen. Also das hat sich jetzt schon auch bei uns in unserer Branche bemerkbar gemacht. Ja, aus diesem Grund ist wichtig, dass ihr euer Vermögen auch ein bisschen diversifiziert. Ja? Also ich bin kein Anlageberater und ich mache keine Anlagetipps, aber vor einem Jahr habe ich euch gesagt, guckt euch Bitcoin an, das ist spannend, dort war auf 7.000, jetzt mittlerweile ist er bei 57.000. Ich habe gesagt, schaut euch auch Gold an. Gold ist auch gestiegen. Und ja, es ist einfach
Ihr müsst einfach wissen, dass Geld extrem an Wert verlieren wird. Ja, wir sind am Ende des Finanzsystems, wenn du mich fragst. Diesen Kleinen da, der wird sicher nie langweilig. Der wird immer hier was zu buddeln haben. Der jagt dann die ganze Zeit die Mäuse. Chin. Oh, voll dreckig. Chin. Kann sauber machen. Hey, Jackie. Wasser haben wir genug, würde ich mal sagen. Wasser haben wir definitiv genug, ja, hier. Weil wir haben ja auch einen eigenen Brunnendamm. Genau. Und Strom, ne? Also Strom. Solar. Genau, ja. Also, wir werden euch sicher immer wieder mal mitnehmen hier. Wir haben jetzt gedacht, 2 Wochen ist so gut, einfach mal zu sehen, was geht in 2 Wochen. Wenn ihr Fragen habt, hey, schreibt die Fragen unten unter das Video in die Kommentare. Ich habe aber jetzt noch mal eine Frage, Baby. Und zwar, du hast ja vorhin von dieser Inflation geredet, oder? Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, als ich so das erste Mal das so mitbekommen habe, von Freunden, die das erzählt haben, dass eben Rohstoffe knapp werden und so, da war ich schon beunruhigt. Na, ich habe gedacht, hoffentlich klappt das alles noch so mit unserem Bau, dass wir nachher da irgendwie nicht dann dastehen mit einer ewigen Baustelle. Wie siehst denn du das? Also ich finde, das ist schon ein Punkt, wo man irgendwie ja, sich im ersten Moment schon Gedanken macht, oder? Ja, also schau, was einfach wichtig ist, ist zu verstehen, dass also die nächsten 10 Jahre, die nächsten 15 Jahre, Leute, die werden kein Spaziergang, oder? Aufgrund von all diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, in denen wir mittendrin sind, Leute, das wird einfach kein Spaziergang. Und Dinge werden sich verändern, sehr schnell werden sich verändern, Dinge werden sich verändern, wie sich die meisten Leute nicht vorstellen können. Und in diesem Moment ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, das habe ich im letzten Video alles dicht machen schon gesagt, dass du dich unabhängig machst von äußerlichen Umständen. Also das heißt, dass du ein flexibles Mindset, ein flexibles Bewusstsein dir zulegst. Weil eins ist klar, alles verändert sich rasend schnell und du kannst so viele Dinge planen und diese Dinge können schief laufen, weil du Fehler machst, aufgrund äußerlichen Umständen, was auch immer. Also all das, was da draußen passiert, es liegt nicht groß in deinen Händen. Das kannst du schon kontrollieren. Du kannst die Politik nicht kontrollieren, du kannst Maßnahmen nicht kontrollieren, du kannst dich einsetzen für das, was du willst, das kannst du tun, aber du kannst es am Ende des Tages nicht hundertprozentig kontrollieren. Sicher der Bauer hier. Hallo! Hallo. Und das Ding ist, was du aber kontrollieren kannst, und das ist wichtig zu verstehen, das ist, wie du bist. Also, was in dir passiert, das kannst du zu 100% selbst in deine Hände nehmen. Und das ist der Punkt, weil viele Leute, wenn ich sie fragen würde, hey, schau, warum bist du so, wie du bist? Warum bist du heute so, wie du bist? Dann höre ich die Leute sagen, ja, meine Eltern, mein Vater, dies, ja, das ist mir damals passiert, das lief schlecht, dies, das. So dann, was du machst ist, du erlaubst es anderen Menschen oder Umständen, erlaubst du es, dich schlecht zu fühlen. Du erlaubst es, du sagst zum Beispiel, wegen dem bin ich traurig, ja, der hat mich wütend gemacht. Das heißt, du gibst die Verantwortung von deinem inneren Raum ab nach außen und dann bist du ein Sklave. Du bist ein Sklave, oder? Ganz lieb und liebevoll ausgedrückt. So, darum ist das Wichtigste, was du machen kannst, ist 100% Verantwortung dafür übernehmen, wie du bist. Wie du bist. Wenn du 100%ig Verantwortung übernehmen kannst, wie du bist, die Bereitschaft dazu hast, deine Fähigkeiten, ja, sagen wir mal, aufbaust, vertiefst, dann bist du so, wie du bist. Du kannst so sein, wie du sein willst. Dein innerer Zustand ist ruhig, ist entspannt, du reagierst nicht zwanghaft, nicht in einem reaktiven Reaktionsmuster auf die Dinge da draußen, die passieren, sondern du bist entspannt. Und das mit, oh, das ist negativ, was passiert, das ist positiv, was passiert, das gibt es für dich nicht mehr, weil für dich ist alles positiv. Es ist einfach Leben. Du genießt Leben, völlig egal, was passiert. Wenn eine Atombombe einschlägt, schlägt eine Atombombe ein. Wenn es ein neues Killer-Virus gibt, dann schlägt ein neues Killer-Virus ein. So, das spielt keine Rolle, weil du entscheidest, wie du auf das, was passiert, reagierst. Ist das verständlich?
Yes. Und wenn du mit Ruhe, Gelassenheit, Freude darauf das reagierst, dann ist es kein Problem. Sondern können wir hier bauen, super cool. Und jetzt kann es sein, dass wir komplett gar nicht mehr bauen können. Gehen wir mal davon aus, so einfach rein in unsere Vorstellungskraft. Das Ganze, das Haus wird gebaut, das Haus brennt ab, wir verlieren alles. Okay, so jetzt schauen wir die Sachen an, so wie sie sind. Das Haus ist weg, ist runtergebrannt, okay, ist so wie es ist. Warum soll ich jetzt durchdrehen, warum soll ich so... Jetzt schaue ich, okay, was möchte ich jetzt damit machen? Was möchte ich damit machen? Und diese innere Flexibilität, wie ich immer sage, die ist sehr, sehr wichtig. In Zeiten, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt und in denen wir in jedem Moment damit rechnen können, dass sich Dinge rasant ändern, so wie wir sie, wie gesagt, uns nicht mal vorstellen können. Ja, kann man das verstehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und dort liegt auch das größte Potenzial im Menschen. So, der Mensch hat ein unglaubliches Potenzial in sich, was die meisten noch nicht mal annähernd berührt haben, geschmeckt haben. Und das ist unsere Aufgabe, ja, mit Human Elevation. Dieses Potenzial im Menschen herauszukitzeln, sodass du selbst in dir erkennen kannst, wie viel Potenzial da ist und dann auch dieses Potenzial auf die Straße bringst. Und zwar mit möglichst viel Freude, Gelassenheit, Entspanntheit. Oder das macht Sinn, weil was bringt es dir, den größten Berg zu besteigen, wenn du dich unterwegs immer abmühst, wenn da Kampf ist. Und dann bist du oben und du sagst so, yes, cool, jetzt bin ich auf dem Gipfel. Du freust dich kurz, du erfüllst dich kurz, du spürst Erfüllung. Dann guckst du weiter und du siehst den nächsten Gipfel und das ganze Game geht wieder von vorne los. Du möchtest den nächsten Gipfel hoch klimmen oder beklimmen. Weil du glaubst, wenn du oben bist, dann hast du es geschafft, dann bist du glücklich, dann bist du erfüllt. Und unterwegs mühst du dich ab, kommst wieder oben an, bist kurz glücklich, bist kurz erfüllt, denkst du, yes, jetzt habe ich es geschafft. Das Glücksgefühl, die Erfüllung geht wieder weg. Du siehst den nächsten Berg, denkst, yeah, dafür gehe ich jetzt. Du gehst wieder auf den Weg im Gedanken, wenn ich das jetzt dieses Mal geschafft habe, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Und das ganze Game geht wieder von vorne los. Nee, was du machen darfst, ist, diesen Weg zu gehen, aber völlig freudvoll, erfüllt. Du gehst den Weg bereits erfüllt. Warum? Weil du weißt, wie du dich von innen heraus erfüllen kannst. That's the game. Und das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten heutzutage. Unabhängig davon, was passiert, du musst wissen, wie du dich von innen heraus, ohne dass da draußen irgendetwas passiert, erfüllen kannst. Und wenn du erfüllt bist, voller Freude bist, wenn du ekstatisch bist, wenn du das Leben, was du bist, spürst, wenn du das Leben bist oder spürst, was du bist, nicht dein Leben, ich spreche nicht von deinem Leben, sondern ich spreche vom Leben. Wenn du das Leben spürst, was du bist, dann bist du connected, verbunden mit allem und dann wirst du dir Ziele setzen können, die größer sind, als du dir jemals vorstellen konntest und du wirst diese Ziele auch erreichen. Und wenn du sie nicht erreichst, dann freust du dich am Weg und setzt dir ein neues Ziel. Oder? Genau. Und that's the game, yes. Und wenn du mehr davon wissen willst und dir ein kostenloses Beratungsgespräch holen möchtest über unser Mentoring, dann lade ich dich dazu ein, unten auf den Link zu klicken und dann kannst du mit mir oder jemandem aus unserem Team sprechen. Hol dir ein Klarheitsgespräch, hol dir eine kostenlose Beratungssession und dann schauen wir an, wo stehst du jetzt gerade? Was beschäftigt dich am meisten gerade in deinem Leben? Sind da Ängste da? Hast du Ziele? Möchtest du das Potenzial entfalten? Weißt du nicht, was dich erfüllt? Weißt du nicht, warum du hier auf der Welt bist? Wir schauen das individuell an. Dann machen wir einen Gameplan. Ich freue mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir gehen jetzt einen Spaziergang machen. Da muss ich weiterschreiben an meinem Buch. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dann.